Ausgabe 26, ich sag nur Vogelspinnen im Gesicht. Kommen wir später zu. Wir starten chronologisch durch und kommen zur ersten Frage. Susanne schreibt: Hallöchen Dennis, ich hätte mal kurz eine Frage. Bei meiner Ephebopus cyognatus im Terrarium hat sich das Futter, argentinische Waldschabe, vergraben. Meine Frage wäre, passiert da was Negatives? Also ich hoffe, die Spinne findet sie rechtzeitig, nicht, dass sie vielleicht Eier in die Erde legt, also die Schabe. Vielen Dank im Voraus für deine Antwort. Liebe Grüße und bleib gesund. Ja, Susanne, was soll ich dir sagen? Also in aller Kürze, ne? Wenn eine Waldschabe tatsächlich irgendwie mal von dannen zieht, sich irgendwie ein bisschen vergräbt, die graben sich auch nicht bis zum Boden, sondern so, dass sie halt leicht bedeckt sind, und kommen dann in einem Moment raus, wo sie sich sicher fühlen. Aber die Spinne sitzt ja nun da und überwältigt sie, wie es letztens hier mit der Tetokatel Schröderi hatte. Die habe ich auch gefüttert. Und was soll ich dir sagen? Ja, also da kam ja irgendwie das Ergebnis bei rum. Ach, ich blende es euch einfach mal ein. Im letzten Short wollte sie nicht von einer Pinzette fressen. Und da ist ja eine Waldschabe ausgebrochen. Und siehe da, sie frisst doch. Sie jagt es nur selber. Also, that's it. Je nach Einrichtung auch einfach gerne reinsetzen. Die Tiere finden es schon und dann passt das. Da in der Röhre war die Waldschabe drin und da hat sie dann rausgepult. Genauso war das. Ja, Schabe ist stiften gegangen. Von der Pinzette wollte sie nicht. Und dann hat sie die Schabe trotzdem irgendwie eine halbe Stunde später überwältigt. Die Schabe kam raus, wollte sich vorbeischleichen, wurde dann gepackt. Ne? Das kann natürlich auch sein. Wenn sich deine Schabe allerdings so versteckt oder auch ein Eipaket irgendwo quasi fallen lässt, ja, passiert ja Folgendes. Und zwar hast du kleine Schaben da drin. Was machen die? Die machen sauber. Im Endeffekt lässt sie da einfach auf gut Deutsch eine Bodenpolizei fallen und nicht mehr und nicht weniger. Wie lange ist die Bodenpolizei? Ja, entweder verenden sie irgendwann, vertrocknen oder sonst irgendwas. Oder sie wachsen so heran, dass die Spinne sie dann als potenzielles Futter ansieht und dann überwältigt. Ja? Also die Welt könnte deutlich schlechter sein, als dass eine Schabe irgendwo einfach in deinem Terrarium herumstreift. Marcel schreibt: Wie ist Psalmopeus cambridgei anders vom Verhalten? Sind die mutiger und mehr zu sehen? Du bezogst dich im Vergleich auf die Psalmopeus emirnia und ich kann dir eins sagen, nein. Also cambridgei, eine sehr, sehr, sehr schöne Spinne. Ja, also von den Tönen her, diese Beige-Töne, dieses Olivstichige. Ich mag das sehr. Allerdings, nein, mutiger, wenn du meinst, mit mutiger öfters zu sehen, kann so oder so sein. Ja, also würde ich jetzt nicht quasi mit Blut unterschreiben wollen. Basti schreibt: Hey Dennis, wie immer ein super Video von dir, wie nicht anders gewohnt. Vielen lieben Dank. Folgende Frage hätte ich: Unsere beiden Brachypelmas verhalten sich manchmal recht vogelspinnenartig und sitzen einfach so rum. Manchmal können wir aber wochenlang beobachten, dass sie super viel Aktivität zeigen und auch Pflanzen rausrupfen, Erde umherschleppen oder sonstigen Quatsch treiben. Ist das einfach Brachypelma-typisch oder so? Hoffe, du verstehst, wie ich das meine und bin auf deine Antwort gespannt. Ganz liebe Grüße, Sebastian. Sebastian, sei herzlichst gegrüßt. Was soll ich dir sagen? Also das ist ein, wie du schon sagst, ein atypisches, normales Verhalten einer Brachypelma und ist zugleichermaßen aber auch ein Punkt, der viele immer in Aufruhr versetzt. Ja? Die Spinne sitzt da, ist wirklich regungslos, sitzt vor ihrem Bau, sitzt im Baum, die Füße hängen raus, was auch immer, ab und zu ein Positionswechsel. Die Menschheit fragt sich: Geht's der gut? Ist der langweilig? Ja, passt ihr irgendwas nicht? Stimmt irgendwas nicht? Dann werden diese Menschen meistens beruhigt und irgendwann wird die Spinne mobiler und dann kommt wieder die gleiche Frage: Passt irgendwas nicht? Stimmt irgendwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Also bei mir auch Brachypelma, Tetokatel, um jetzt mal einfach bei der Gattung zu bleiben, Brachypelma, ist es so, dass ich Tiere habe, die sind wirklich mobil. Die haben ihre Phasen, die sitzen dort einfach. Ich habe Tiere, die sind einfach ja, plump, sitzen da, bewegen sich nicht viel und ihr Dasein ist tatsächlich eher eindimensional. Und es gibt immer ein entgegengesetztes Verhalten. Also entweder die agile Spinne wird ruhiger oder im Umkehrschluss die agile Spinne oder die
Ja, Spinne, die sehr ruhig ist, die wird plötzlich agil und wandert mal umher, baut irgendwas, macht irgendwas. Das ist ganz normales Spinnenbusiness, Daily Business ist das, Tagesgeschäft, das ist, wie es ist. Ja, schön ist hier zu sehen, dass du sehr viele Beobachtungen machen kannst. Ja, und das ist ja auch das, was uns zum großen Teil sehr viel Freude bereitet. Eine Frage von Daniel. Im Status Kokon, neben seinem Namen ist der Kokon abgebildet und hier einmal oben auch für euch größer dargestellt. Mache ich bei allen Mitgliedern jetzt. Das Top 5 Video hatte ich ganz vergessen. Ich mag ja solche Videos. Da habe ich auch gleich eine Frage zu. Und zwar ist das Video schon 2 Jahre alt. Würdest du heute auch noch genauso unterschreiben? Oder hat sich da bei deinem Liebling etwas geändert? Mir kommt die Frage sehr bekannt vor. Hatten wir nicht kürzlich? Ich beantworte die in der Vergangenheit tatsächlich öfters, weil dieses Video, keine Ahnung, irgendwie öfters wohl jetzt bei Menschen aufploppt oder so. Aber ich kann dir sagen, da hat sich grundsätzlich nichts dran geändert. Ja, das gibt immer ein bisschen Bewegung da drin, je nachdem, welche Vogelspinne hier in meinem Haushalt gerade etwas agiler wird. Ja, bin ich da natürlich etwas interessierter dran. Also kommt jetzt zum Beispiel irgendeine aus der Höhle gekrochen, wie meine Afonopema the Money zum Beispiel, dann bin ich da natürlich Feuer und Flamme, ja, und schaue mir das an und beobachte die, fütter die, gucke jeden Abend rein. Wenn die die Schotten dicht gemacht hat, dann gucke ich da natürlich auch ab und zu hin. Allerdings, der Intervall wird irgendwann größer, ne? Und von daher ändert sich das immer. Grundlegend hat sich an diesem Top 5 aber nichts geändert. Vielleicht sollte ich demnächst das ein oder andere Top 5 Video mal nachlegen. Mal schauen, ja, mal schauen, ob ich da einen Anlass zu finde. Roman, ebenfalls ein Mitglied der Tiny Venoms Community hier auf YouTube mit Mitgliedschaft. Christi und schöne Grüße aus Österreich. Ich habe heute ein Video gesehen, wie sich jemand eine ziemlich giftige Vogelspinne der alten Welt in sein Gesicht setzt und so tut, als wäre das ganz normal. Meine Frage wäre, ist das wirklich so ungefährlich oder sind die einfach nur dumm? Und besitzt du auch welche der alten Welt? Liebe Grüße aus Kärnten und ganz viele Emotes von Tiny. Schön zu sehen, dass sie hier auf Live-Ebene genutzt werden. Also Roman, mir erschließt sich einfach nicht, was Spinnen im Gesicht zu tun haben. Ich kann dir nicht sagen, wo der Mehrwert entsteht. Ja, also warum man sich diese Spinnen ins Gesicht setzt, hat für mich einfach keinen Sinn. Und ich weiß aber auch mittlerweile, dass dieses Verhalten tatsächlich eine breite Masse trifft oder auch Befürworter anspricht. Ne? Jetzt habe ich hier symbolisch mein Modell Chupa Chups und Schleich. Es ist so, dass dieses Verhalten, ich weiß nicht, was das soll. Es ist Social Media, es ist Instagram, es ist YouTube, es ist TikTok, ja, werden mir so die extremsten Beispiele immer wieder aufgezeigt und genannt. Es gibt ja ein Userstamm, Leute, die das nutzen, die tatsächlich auch hergehen und sich das anschauen. Ja, die schauen sich das an und applaudieren dann oder sagen, ey, du bist doof, mach das nicht mehr und so. Und alles ist irgendwie im Laufe der Zeit eine Art und Weise von Aufmerksamkeit. Ich finde das eher schwierig. Schwierig in dem Sinne, da dieser Erfolg von solch einem Content tatsächlich auch ja, irgendwie Nachahmer schürt. Ja, das ist so. Ich habe auch, als irgendwann bei YouTube, mittlerweile ist der Kanal ja 4 Jahre alt, auch schon die Aufforderung, hey, ein bisschen actionlastiger hier, nimm noch mal eine Spinne raus, ja, oder eine Schlange um den Hals oder so ein Intro-Tierchen, was auch sich mittlerweile schon etabliert hat oder so. Aber das muss ich nicht. Ich werfe das auch keinem vor, also, ne, keine Ahnung. Aber es ist schon sehr auffällig. Es gibt ja einige, die zum Beispiel auch so versucht haben, schon mal bei Social Media durchzustarten, indem sie ihr Müsli morgens posten und abends
Dann die letzte Nachricht, was sie jetzt schauen werden, bevor sie zu Bett gehen oder so, und das dann nicht funktioniert, aber man merkt dann irgendwie, diese Tiere funktionieren, ne? Und es gibt eine Auffälligkeit, die ist generell. Früher hat man im Zoo einen Elefanten gesehen, da hat man die Kamera rausgeholt, hat den Elefanten fotografiert und konnte sich später zu Hause freuen, dass man ein Foto von einem Elefanten hatte. Heute geht es eher darum, dass man dem Ganzen dann den Rücken zudreht. Der Elefant steht hinter mir und ich mache das Foto mit mir und dem Elefanten. Ja. Früher hat man den schiefen Turm von Pisa fotografiert, heute stehen sie alle da und machen so hier. Ne? Das ist der Zahn der Zeit, und ob eine Spinne ins Gesicht gehört oder nicht. Ne? Wenn ihr mich das fragt, ihr kennt ja die Antwort im Endeffekt schon von mir. Ich weiß nicht, wo der Mehrwert entsteht, sich Spinnen ins Gesicht zu setzen, egal ob sie der alten oder neuen Welt entspringen oder ihre Herkunft haben. Und ich kann dir sagen, dass dich das Thema mittlerweile leid bin. Ja, also da werden Sachen hindrapiert und plötzlich ist die Schlange mir durch mein Nasenloch gekrochen und kam auf der anderen Seite wieder raus, hoppla, und dann habe ich aus Versehen die Kamera angemacht oder wurde dabei gefilmt. Es ist schon immer sehr offensichtlich. Ich kann euch eins sagen, diese Videos, wo ihr vorgespielt bekommt, dass es eine mal ebenso eingefangene Situation ist, stellt euch die mal technisch vor. Das ist bei ganz vielen Videos so, ne? Also, da ist jemand und will einen Heiratsantrag machen und wird eine Frau überrascht und die Situation wird eingefangen und die Frau guckt nicht einmal zur Kamera, obwohl da ja offensichtlich jemand mit dem Handy steht oder einer Kamera im Hochkantformat und diese Situation filmt. Und diese Frau guckt einfach den Mann an und sagt, oh mein Gott, und guckt links und rechts, als wenn da keiner weit und breit ist. Und ich frage mich in dem Moment, wieso guckt die Frau nicht den Menschen mit der Kamera an? Es ist doch eine Überraschung. Und dann würde sie sich doch auch wundern, dass da einer steht und filmt. Vielleicht kennt sie ja diese Person und wäre etwas verwundert. Aber das ist schon alles sehr schauspielerische Kunst und muss man wissen, ob man das mag oder nicht. Ich weiß hier, wir sind eine kleine Community. Ich weiß von vielen, dass sie hier sind, weil das alles ein bisschen entschleunigter ist, guter Austausch ist und so weiter. Ich weiß aber von vielen, die den Kanal hier scheuen, weil der einfach dann zu langweilig ist, zu wenig Action oder. Genauso eine witzige Geschichte kann ich mal erzählen. Es gibt ja diese Leute, die so einen Satz sprechen und ihr seht immer manchmal nach dem Wort so ein Cut da drin. Ja, und dann dachte ich so, ah, das ist so eine bestimmte Schneidtechnik, man nennt das Jump Cuts, und habe dann mich damit beschäftigt und habe das selber mal versucht hier mit mehreren Cuts und ran, zoom und weg und hin und her, und man springt immer so und das wirkt alles sehr agil. Und im Grunde genommen, im Grunde genommen habe ich dann aber herausgefunden nach einer Recherche, dass das eher für Leute ist, die keinen geraden Satz sprechen können. Also es gibt einfach Leute, die stellen sich vor die Kamera und können nicht flüssig einen Satz aussprechen oder wollen etwas erläutern und brauchen da verschiedene Cuts drin, weil sie ja nicht unbedingt den Skill haben, ganze Sätze zu bauen, auch spontan, ja, müssen ablesen, und dann versucht man durch einzelne Wörter so ein bisschen eine Spontanität da reinzubekommen. Und das sind halt Menschen, die brauchen das, ne? Oder anfangen zu flüstern und sich immer irgendwie das Headset so an den Mund halten oder das Mikrofon, damit sie ganz langsam und gedeckt und so eine ASMR-Kulisse da aufgebaut wird. Alles hat irgendwie seine Daseinsberechtigung und seine Fans, ja. Ich habe das mal in Teilen versucht, habe aber gemerkt, ich bin das nicht. Und deswegen auch bei mir werdet ihr nicht sehen, dass ich irgendwelche Spinnen, es sei denn, es sind diese beiden Gummivarianten hier in meinem Gesicht sitzen habe. Das ist völliger Blödsinn. Mehrwert kann jeder für sich selbst ausmalen. Gibt es einen Mehrwert oder gibt es ihn nicht? Ich sage euch, es gibt ihn nicht. Lasst mich gern eines Besseren belehren. Das heißt, wenn ihr signifikante Gründe habt dafür, warum eine Spinne ab und zu ins Gesicht oder auf den Kopf, auf den Arm gesetzt werden sollte, auch beim Umsetzen, ja, ich nehme die erstmal so auf die Hand und zeige die erstmal so, ja, so. Ich weiß nicht wozu. Ich weiß nicht wozu. Und es gibt viele Beispiele, die meisten davon kommen natürlich nicht zutage, ja, oder zutage, wo Spinnen dann zu Boden gefallen sind, verletzt, ein Bein abgeknickt, das lässt sich dann noch reparieren, ist aber genauso unnütz. Oder wie kürzlichst bei einem aus dem Ausland, wo eine dicke Acanthoscoria geniculata beim Füttern
aus dem Terrarium gesprungen ist und ist zu Boden gefallen, aus ungefähr so Brusthöhe. Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Person ist, aber sagen wir mal, sie ist gute 1,50 Meter mindestens gefallen, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, ist dieses Tier denn qualvoll verendet. Also unnütz, unnütz, unnütz. Und wenn ich halt nicht durchkomme, dann muss ich halt mir das irgendwo hinhalten. Ihr seht's bei meinem Instagram-Account hier, schaut da mal rein. Da findet ihr tatsächlich rein Fotos von den Tieren. Ich bin in dem Alter noch nicht angekommen, in dem Zeitalter, dass ich immer mit auf dem Foto mit dem Tier sein muss. Sondern bei mir auf dem Instagram-Account zeige ich meine Tiere oder die, die ich besonders hübsch finde, wo ich eine Möglichkeit hatte, sie abzulichten und lichte sie ab. Und dann gibt es vielleicht manchmal noch eine kleine Geschichte drunter. Und das war's dann auch schon. Viele Worte, aber ist mir auch einfach wichtig, da einfach mal meine Stellung zu beziehen, ja, was euch hier erwartet auf dem Kanal. Und zu deiner zweiten Frage, ob ich Tiere aus der alten Welt habe. Ja, natürlich habe ich auch. Ja, nicht überwiegend, aber ich habe auch Tiere. Zum Beispiel Cereopagopus oder auch natürlich Perinocchio zum Beispiel, hänge ich auch sehr dran. Ansonsten ja, gibt es natürlich hier querbeet. Ne? Ich setze mich da nicht auf Kontinente fest. Das war schon wieder eine weitere Folge. Kurz gefragt, kurz geantwortet. Heiße Themen auf jeden Fall. Lasst mir auch gerne nochmal ein Feedback da, ob das mit den kürzeren Videos besser ist oder doch die längeren. Ich hatte eine Umfrage dazu gemacht. Wie kommt es bei euch an? Ansonsten bis dahin. Bis zur nächsten Ausgabe. Gehabt euch wohl und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.